Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und Andrea Meier. Wir sind hier auf dem Bachtelkulm. Das ist der höchste Punkt vom Bachtel, der Sende- und Aussichtsturm. Meine Heimat. Zugegeben, am frühen Morgen im tiefsten Winter zur Wanderung aufbrechen, braucht ein bisschen Überwindung. Es bietet sich aber auch ein Haufen spielerische Einstiege und Überraschungen an. Was du mir jetzt nicht gesagt hast, ist, dass man hier Iserli muss anlegen. Die Brücke die ist ja geschliffrig, hey, hoch 8. Du meinst Grödel? Ja, du bist ja der Local Guide, also du kennst dich aus in deiner Heimat. Ja gut, das stimmt. Besonders eindrücklich das Wiesengubbel Bachtobel, wo sich heute in einem Winterkleid mit eindrücklichen Eiszapfen und Eishügeln präsentiert. Da haben wir jetzt die Eisdusche par excellence für das Gipfel. Was meinst du? Ja, da muss ein grosses Gipfel sein. Ja. Doch nicht? Nein, es ist heikel. Ohne Steigeisen würde ich da nicht rauf und mit Steigeisen gescheiter auch nicht. Der Aufstieg, das doppelte Rauf, braucht ein bisschen Gleichgewicht und Konzentration. Aber im gemäßigten Tempo geht das ganz gut. Gute Schuhe sind aber Pflicht. Du, ich hatte gerade ein bisschen Adrenalin gehabt. Ich muss sagen, entweder ein Seil mitnehmen oder wirklich ein gutes Schuhprofil. Ja, Iserli wäre da fast noch von Vorteil gewesen. Ja, das müsste man so fast empfehlen. Wir sind zum Glück auf und runter, wäre noch heikler gewesen. Ja, Iserli also mitnehmen. Nach dem ersten Waldweg lassen wir Gipswil langsam hinter uns und steuern unser nächstes Ziel an, den Bachtel. Er ist der Hausberg vom Zürcher Oberland und im Wald, wo er umgeben ist, werden gerade ein paar Bäume gefällt. Wir werden von der Förster grossräumig durchgelotst, hören aber noch von weitem eindrücklich das Abkrachen der Tannen. Wir sind froh, haben wir die Sägerei hinter uns und schon stehen wir vor der nächsten Herausforderung. Ja, jetzt kommen hier die letzten berühmten Stegentreppen und ich habe keine Ahnung, wie viele das sind, was schätzt ihr? Ja, ich bin zum ersten Mal da, ich weiß nicht mal, wie weit es hochgeht. Ich sage jetzt mal 400. Okay, ich sage, gut, ich habe einen Heimvorteil. Ich sage etwa 222, das ist eine gute Zahl. Ja? Also zählen wir. Packen wir es an, ja. Der Wald ist im Schnee gewandt, ist so bezaubernd, dass ich irgendwann ganz vergesse zu zählen. Ich bin so beeindruckt und glücklich auf dem Weg zu sein mit dem Haufen Schneezauber. Der Thomas kommt auf ein bisschen mehr als 200 Treppenstufen. Es ist also eine kurzweilige Stegerei. Und da zeigt er sich auch schon in seiner ganzen Grösse, der Bachtelturm. An sonnigen Tagen wie heute sieht man von ganz oben das fantastische Panorama vom Zürichsee und vom Sentis über die Churfirsten bis zur Rigi, alle Prachtberge. Aber die Aussicht ist bombig. Ist Hammer. Ja. Absoluter Hammer. Jetzt fehlt noch das letzte Abenteuer rund um den Bachtelspalt. Achtung, es geht gerade los. 3, 2, 1.
Zero. Ja, Thomas, ich glaube, über den Bachtelspalt müssen wir noch ein bisschen abschwecken. Der Spalt ist schmal für uns. Vor allem bei Drucksäcken auch. Also, ja, und es sieht auch recht schlieferig aus. Ja. Wenn wir Spuren anlegen, wären wir nicht die Ersten, die runtergehen. Aber wir wollen auch nicht die Ersten sein, die nicht mehr raufkommen. Die Letzten. Da müssen wir durch. Was im Sommer kinderleicht ist, präsentiert sich im Winter ein bisschen anders. Von oben kommen wir nicht rein. Aber Thomas hofft aufs andere Ende. Er will den Einstieg von unten machen. Sehr unangenehm. Also klaustrophobisch dürfen wir nicht veranlagt sein. Nein, dann musst du den Rucksack rausziehen. Ja, der Thomas muss jetzt gerade ein bisschen schlenken werden innerhalb von einer Minute. Er probiert. Mit ein bisschen Geduld, durchdrücken und positiver Einstellung geht es dann doch noch. Nicht, dass du stecken bleibst. Schaffe ich das? Okay, gut, aber ich kann nicht mit der Kamera, du musst das machen. Slow down. Diverse Wurzeln machen den Aufstieg relativ leicht. Slow down. Jetzt geht es mit grossen Schritten in Richtung Wald und von dort zu Hause zurück in die gute Warmstube.